Hi, und hier ist der zweite Tag meines veganen Fastenexperiments. Ich lebe noch, ich habe es überlebt. Es ist überhaupt gar kein Problem, das habe ich gestern schon erzählt. Was habe ich heute gegessen? Schön köstlichen veganen Pudding aus Soja. Schmeckt sehr gut. Dann habe ich gegessen eine Reispfanne mit Paprika und Zwiebeln und so krümeligem Sojagedönse, das so ein bisschen sein soll wie Hackfleisch. Dazu, wie heißt es? Gemüsebratlinge, Sticks, wie auch immer, mit Ketchup. War ganz gut. Nein, eigentlich war es sogar ziemlich lecker. Naja, was soll ich sagen? Meine ersten Erfahrungen mit dem Vegan-Sein. Ich muss mich bereits jetzt überall dafür erklären, warum ich das mache. Es wird so ein bisschen belächelt. Ja. Und es ist ja so, dass viele Veganer ziemlich militant auftreten, so missionarisch und meinen, allen das vermitteln zu müssen. Seid vegan und so weiter. Ich meine, grundsätzlich, wenn man das konsequent durchzieht, dann steckt da auch eine gewisse Lebenseinstellung hinter. Und eine gewisse Haltung Tieren und sich selbst gegenüber. Dass man dafür gerade steht, ist schon ganz naheliegend. Aber ich würde es anders machen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Also, ja, aber dazu komme ich noch, weil so weit bin ich noch nicht. Ich kann jetzt das noch nicht vollkommen verteidigen und rechtfertigen und sonst was. Ich sage einfach, ich mache es, ich möchte es ausprobieren und gut ist. Und es wird sich in diesen 6 Wochen zeigen, wie es sich entwickelt und meine Einstellung dazu. Ja, und dann kann ich auch wenigstens aus einem kleinen Erfahrungsschatz schöpfen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.